Maria, Sibylla, Miriam. Kupferstiche und Schmetterlinge. Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Hallo, liebe Interessierte und Freunde. Ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Sie sind für unser Selbstverständnis aber wichtig. Ich stelle mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die alphabetische Übersicht. Eine ausführliche und begründende Einleitung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel zeigt die Biografie von Maria Sibylla Merian und die Perfektion von farbigen Kupferstichen. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Maria Sibylla Merian. Zunächst zur Biografie. Maria Sibylla Merian wurde am 2. April 1647 in Frankfurt am Main geboren und starb am 13. Januar 1677 in Amsterdam mit 69 Jahren. Sie war eine Meisterin des Kupferstichs und eine gute Malerin. Maria Sibylla Merian war eine anerkannte Naturforscherin und Entomologin, Insektenkundlerin und eine der ersten weiblichen Forschungsreisenden. Maria Sibylla Merian wurde als einzige Tochter geboren von Matthäus Merian dem Älteren, siehe Kapitel 45, und seiner zweiten Frau, Johanna Katharina Sibylla, geborene Heim. Ihre künstlerisch begabten Halbbrüder waren Matthäus Merian der Jüngere und Caspar Merian aus der ersten Ehe des Vaters, siehe ebenfalls Kapitel 45. Sie alle sind hier im Familienbild der ersten Ehe dargestellt und natürlich ohne Maria Sibylla. Der kränkelnde Vater starb bereits 1650, 3 Jahre später. Die Witwe heiratete den deutschen Blumen- und Stilllebenmaler Jakob Marell, 1614 bis 1681 aus der flämischen Malrichtung. Der Stiefvater unterstützte, anders als ihre Mutter, die künstlerische Begabung Maria Sibyllas. Er unterrichtete sie selbst und durch seinen Schüler Abraham Mignon in ihrer Ausbildung in Öl- und Aquarellmalerei sowie im Kupferstechen. Bereits mit 11 Jahren übertraf Sibylla Merian ihre Lehrer, wie wir überrascht in diesem schönen Bild des Mädchens sehen können. Sie entwickelte einen persönlichen Malstil, besonders für Blumenbilder. Mit 13 Jahren begann sie, Seidenraupen zu züchten und beobachtete mit jugendlichem Forscherblick die Metamorphose der Schmetterlinge, hier im Bild zu sehen. Sie hielt diese im sogenannten Skizzenbuch fest. Später züchtete sie auch viele andere Raupenarten und bestaunte ihre Umwandlung als Wunder der göttlichen Schöpfung. Hier sehen wir Bilder aus der Natur von Raupen und einem Imago, also einem reifen, voll entwickelten Insekt des Maulbeerspinners oder Seidenspinners. In diesem Kokon, also einer Schutzhülle aus Seidenfasern, befindet sich die Puppe dieses Schmetterlings des Seidenspinners. Am 16. Mai 1665 wurde Maria mit Johann Andreas Graff 1637 bis 1701 verheiratet, der auch ein Schüler ihres Stiefvaters Marell war. Das Ehepaar hatte 2 Töchter. 1670 übersiedelte die Familie in Johann Graffs Geburtsstadt Nürnberg. Hier ein seltenes Aquarell im Bild aus dieser Zeit, sogar mit Maria Sibyllas Handschrift als Widmung. Maria Sibylla musste zum Familieneinkommen beitragen durch kleine Aquarellarbeiten und durch einen Handel mit Farben, Firnis und Malutensilien. Sie unterrichtete daneben die jungen Frauen der Stadt in der Kunst der Blumenmalerei und Stickerei. Hier im Bild ein Kupferstich von ihr als Stickvorlage. Maria Gräfin, wie sie sich selbst nun nannte, fertigte kolorierte Kupferstiche an als Vorlagen für die Malereien und Stickereien. Daraus entstand als Mustersammlung für stickende Damen 1675 der erste Band ihres neuen Blumenbuchs, hier das Titelblatt. 1677 und 1680 erschienen Band 2 und 3, nun auch mit eigenen Naturstudien.
Sie sammelte, fütterte und züchtete Insekten und studierte sie genau. Das Video zeigt als ein Beispiel von heute die Naturstudie einer einheimischen Schmetterlingsraupe. Wir sehen die suchende, ausmessende Fortbewegung einer Spannerraupe, die ihr den Namen gab. Maria Sibylla Merian entwickelte sich zu einer begabten Malerin und verband Blumen und Insekten mit ihren Entwicklungsstadien zu Metamorphosenbildern. Das Ergebnis ihrer Beobachtungen war 1679 ihr Raupenbuch, hier das Titelblatt, der Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung, sowie 1683 der zweite Band mit jeweils etwa 50 Kupferstichen und Radierungen. Die Raupenbücher zeigen auf unvergleichlichen Zeichnungen und Gemälden die vollständigen Lebenszyklen von 186 europäischen Schmetterlingsarten. Hier im Bild ein bestimmter Nachtfalter und ihre Futterpflanzen. Der Text beschreibt die Beobachtungen dazu. Das war nicht nur einer der allerersten Beiträge zur Entomologie, zur Insektenkunde, sondern sollte nach dem Wunsch von Maria Sibylla Merian auch zur Ehre von Gottes Schöpfung dienen. Die Ehe der Graffs kriselte leider und nach einem Intermezzo in Frankfurt von 1681 bis 1685 entschloss sich Maria Sibylla Merian nach 20-jähriger Ehe mit nunmehr 38 Jahren zusammen mit ihrer Mutter und den beiden Töchtern für unbestimmte Zeit nach Schloss Walterstate im niederländischen Friesland zu gehen, wo bereits ihr Halbbruder Kaspar lebte. Der Ehemann Johann Andreas Graff kam zunächst mit und zeichnete sogar das Schloss als ein heute wichtiges Dokument, wie hier zu sehen. Das sogenannte Schloss war nämlich eher ein herrschaftliches Anwesen und wurde später vollständig abgerissen. Er besuchte sie wiederholt bis 1690, es war vergeblich. Die Ehe wurde 1692 geschieden und Maria Sibylla nahm wieder den Namen Merian an. Das Schloss wurde bewohnt von der protestantischen, frühpietistischen Sekte der Labadisten, benannt nach dem konvertierten Jesuiten Jean de Labadie 1610 bis 1674. Die Labadisten fühlten sich urchristlichen Idealen verpflichtet, entwickelten selbst aber eine strenge und moralisch engherzige Gemeinschaft. Maria Merian gab ihren beiden Töchtern eine künstlerische Ausbildung, sie verbesserte ihre eigenen Kenntnisse und studierte die dortige Sammlung exotischer Schmetterlinge aus Surinam. Sie begann erneut, Schmetterlinge und Blumen zu malen und ihr Studienbuch aus der Natur anzulegen. Hier im Bild später veröffentlichte Beobachtungen am Gewässerrand. Nach dem Tod des Halbbruders Kaspar Merian 1686 und der Mutter 1690 verließ Maria Sibylla die Gruppe der Labadisten und siedelte 1691 mit ihren Töchtern Johanna Helena Herold 1668 bis 1730 und Dorothea Maria Graff 1678 bis 1743 nach Amsterdam über. Wieder arbeitete sie in einer Malwerkstatt, nun zusammen mit ihren Töchtern, und erteilte Malunterricht für Frauen. Als Beispiel sei hier ein schönes Bild gezeigt, das einige Jahre zuvor entstanden ist. Maria Sibylla Merian stellte weitere Untersuchungen über Schmetterlinge an und wurde als Naturforscherin und als Künstlerin anerkannt. Die hier im Hintergrund gezeigte Büste beruht übrigens auf dem einzigen Bild, schon im Alter, das wir von ihr haben. Sie entwickelte Verbindungen zu einflussreichen Bürgern, zum Bürgermeister von Amsterdam und, besonders wichtig, zum Leiter des Botanischen Gartens. Jetzt beginnt das Abenteuer. Im Februar 1699 verkaufte Maria Sibylla Merian einen Großteil ihrer Sammlungen und Bilder und finanzierte damit eine Reise nach Surinam. Das war damals die Kolonie Niederländisch-Westindien oder Niederländisch-Guyana an der Nordostküste Südamerikas. Dazu passend hier das Gemälde einer Bananenstaude von dort. Zusammen mit ihrer jüngeren Tochter Dorothea Maria Graff unternahm sie beschwerliche Exkursionen in die Urwälder Surinams.
Sie beobachteten sehr genau, zeichneten und sammelten alles, was sie an tropischen Insekten und Pflanzen entdecken konnten. Hier im Bild ein tropischer Falter aus ihrer großen Sammlung. Sie beschrieben auch eine Reihe bisher unbekannter Pflanzen und Tiere. Hier ist ein Beispiel für ein Metamorphosenbild von der Expedition. Maria Sibylla Merian teilte erstmals die Schmetterlinge in Tag- und Nachtfalter ein. Das ist heute noch gültig. Sie äußerte sich kritisch zur Sklavenhaltung und zum Profitstreben der kolonialen Kaufleute, die Monokulturen an Zuckerrohr anlegten, die für die Umwelt schädlich sind. Nach zweijährigem Aufenthalt erkrankte die 54-Jährige in dem feuchtheißen Klima heftig an Malaria und kehrte 1701 mit ihrer Tochter wieder nach Amsterdam zurück. Dort stellte Maria Sibylla Merian ihre Zeichnungen und Sammelobjekte in gut besuchten Ausstellungen vor und verkaufte diese sowie auch Gemälde und Kupferstiche. Als Frucht der Reise entstand 1705 ihr Hauptwerk Metamorphosis Insectorum Surinamensium, hier im Bild das Titelblatt in niederländischer Sprache. Maria Sibylla Merian wird von Besuchern als lebhaft, fleißig und zuvorkommend beschrieben. Ihr Haus war eine Sammlung voller Pflanzen, Insekten und Aquarelle. Obwohl sie gesellschaftlich als Naturforscherin und große Künstlerin anerkannt war, reichten die Einnahmen aus Büchern und Bildern kaum aus. Einige ihrer späten Werke hat sie zusammen mit ihren begabten Töchtern geschaffen. Hier ein typisches, komponiertes Beispiel im Bild, an dem alle drei mitgewirkt haben. Das macht den Kunsthistorikern bei manchen späten Werken die Zuordnung schwierig. Seit 1712 ging es ihr gesundheitlich schlechter. 1714 erlitt sie einen Schlaganfall und konnte sich nur noch im Rollstuhl bewegen. Sie starb am 13. Januar 1717 mit 69 Jahren in Amsterdam und wurde dort begraben. Der russische Zar Peter der Große bewunderte ihre Werke und sein Leibarzt erwarb sofort nach ihrem Tod ihr Studienbuch und eine Reihe von Aquarellen, die heute noch in St. Petersburg ausgestellt sind. Die ältere Tochter, Johanna Helena, 1668 bis 1730, heiratete den aus Bacharach am Rhein stammenden Überseekaufmann Hendrik Herold und lebte mit ihm seit 1711 in Surinam. Die jüngere Tochter, Dorothea Maria, 1678 bis 1743, gab den dritten Band des Raupenbuches 1717 heraus. Sie lebte dann mit ihrem zweiten Mann, dem Schweizer Maler Georg Xell, in St. Petersburg. Dieses schöne Bild und mehrere andere zeigen, dass die Töchter das Kunsttalent der Familie Merian geerbt haben. Der Anteil der Töchter an den späten Bildern wird erst heute zunehmend gewürdigt. Die Geschichte endet hier nicht, beide Töchter hatten Kinder. Maria Sibylla Merian, nun zu ihrem Werk und dessen Wirkung. Für die Gelehrten des Mittelalters war die Natur kaum der Beachtung wert. Sie übernahmen die Vorstellung der Antike. Aristoteles beschrieb die Insekten als unwürdige Tiere, die in einer Art spontaner Urzeugung aus faulendem Schlamm entstünden. Spätestens durch den italienischen Arzt Francesco Redi, 1626 bis 1697, war diese Meinung durch Experimente an Maden 1688 widerlegt. Maria Sibylla Merian konnte zeigen, dass jede Schmetterlingsraupe von bestimmten Futterpflanzen abhängig ist und die Imagines, das sind die geschlechtsreifen Schmetterlinge, ihre Eier nur an diesen Pflanzen ablegen, wie wir es hier im Bild sehen. Maria Sibylla Merian beschrieb die Abhängigkeit des Wachstums und der Entwicklung der Raupen von den äußeren Bedingungen. Als erste machte sie die Beobachtung, dass manche Raupen sich mehrfach häuteten. Hier sehen wir den Vorgang im Bild und das Endprodukt, die fertige Puppe. Sie beschrieb die vollständige Metamorphose, den gesamten Lebenszyklus der Tiere vom Ei bis zum Schmetterling. Hier im Bild ist so eine reife Puppe, also eine Ruheform, in der sich das Tier von der Raupe
bis zum vollständigen Schmetterling entwickelt. Wirklich ein Wunder der Schöpfung. Für die tropischen Pflanzen behielt sie die Namen der indigenen Bevölkerung bei. Maria Sibylla Merian beschrieb auch die dortige Verwendung der Pflanzen gegen Krankheiten. Die deutsche Bezeichnung Vogelspinne stammt von diesem Kupferstich Merians, in dem eine große Spinne, rechts unten, einen Kolibri frisst. Als erste Forscherin beschrieb sie räuberische, sogenannte Armeeameisen und Blattschneiderameisen. Aufsehenerregend waren auch die Umstände ihrer Reise nach Südamerika. Zwei Frauen um 1700 gingen ohne weiteren männlichen Schutz, nur in Begleitung von Ureinwohnern, im Urwald ihrer wissenschaftlichen Arbeit nach. Carl von Linné nahm Bezug auf Maria Sibylla Merians Arbeiten und benannte nach ihr eine Motte und einen Schmetterling. Er konnte durch ihre Zeichnungen fast 100 neue Pflanzen und Tiere klassifizieren. Posthum wurden viele Blütenpflanzen, Insekten und einige Amphibien nach ihr benannt. Ihre künstlerische Arbeit als hervorragende Malerin und Kupferstecherin fand bereits bei ihren Zeitgenossen Zustimmung. Die Bewunderung hielt lange an und viele ihrer prachtvollen Werke, wie hier im Bild, wurden in andere Arbeiten übernommen. In der Mitte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Wechsel von Maria Sibylla Merians Wahrnehmung mit heftiger Kritik aus England. Manche Zuordnungen auf den Kupfertafeln waren falsch. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich die wissenschaftliche Unterscheidung der Arten und ihre Nomenklatur damals erst noch entwickelte. Die Kritik wurde befeuert durch schlechte Wiedergaben ihrer Originale. Alle Nachdrucke waren nicht annähernd so gut wie das Original, wie auch dieses eindrucksvolle Bild beweist. Ab 1945 kam es zu einer Wiederentdeckung und allgemeinen Würdigung. Die umfangreichen russischen Sammlungen wurden nun geöffnet. Aufgefundene Briefwechsel förderten die Rezeption. Mit den neuen, hochentwickelten Reproduktionstechniken wagte man nun eine originalgetreue Wiedergabe ihrer ursprünglichen, gut erhaltenen Bücher. Die wunderbaren Resultate sehen wir hier in unseren Bildern. Der größte Teil ihrer Schmetterlingssammlung gelangte auf verschlungenen Wegen nach Frankfurt am Main in die private Kollektion des Bankiers Johann Christian Gerning 1745 bis 1802 und ist heute im Naturhistorischen Museum Wiesbaden zu sehen. Die Exponate dienen sogar heute noch für Zoologen als Referenzmaterial. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Entdeckerfreude, Allgemeinbildung und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Maria Sibylla Merian, künstlerisch begabt und schöpferisch waren. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Zum Ende noch eine kleine technische Anmerkung. Wenn Sie auf den Button Abonnement klicken, dann verpflichtet Sie das zu gar nichts. Es bewirkt nur, dass Sie automatisch benachrichtigt werden, wenn auf diesem Kanal ein neuer Vortrag erscheint.